Nach ihrem medienwirksamen Austritt aus der CDU hat Sophia Tomalla, die 34 Jahre alt ist, erneut zum nächsten Rundumschlag ausgeholt. Und dieses Mal lag ihr Visier auf den öffentlich-rechtlichen Sendern und den sogenannten Klimaklebern der letzten Generation. In ihrer Instagram-Story ließ die prominente Schönheit ihrem Ärger freien Lauf. Da das ZDF und der Jugendsender ZDF Neo es gewagt hatten, eine Serie namens Aufgestaut über die Aktivitäten der Klimakleber zu produzieren. Für sie war dies ausreichender Anlass, um Kritik zu üben, insbesondere weil laut der Bild-Zeitung diese Aktivisten in der Dramödie verherrlicht wurden. In ihrem Wutstatement betonte sie, dafür, dass sich der Sender mit Beitragsgeldern der Bürger finanziert, hätten wir meiner Meinung nach auch ein Recht auf eine Berichterstattung gehabt, die wirklich im Interesse der Deutschen steht. Stattdessen üben die Öffentlich-Rechtlichen einen enormen Druck aus, was wir als gut und schlecht empfinden dürfen. Denn die große Mehrheit, nämlich 85%, lehnt die Aktionen der Klimakleber ab. Aber hier wird einem verkauft, dass man der Dumme, nicht Aufgeklärte wäre, weil man die Protestaktionen kritisiert. Alt, weiß und blöde, klagte Tomalla an. Sie empfindet, dass die Klimarebellen viel zu milde dargestellt werden, süß, ängstlich und träumerisch. Dabei scheint für sie keinen Unterschied zu machen, dass es sich bei Aufgestaut um eine fiktionale Serie handelt, die verschiedene Perspektiven auf den von den Klimaprotestlern verursachten Stau beleuchtet, und nicht um eine Dokumentation. Für das bekannte TV-Gesicht spielt es keine Rolle, dass es sich um eine fiktionale Darstellung handelt. Stattdessen kritisiert sie auch die letzte Generation. Sie sieht die Klimakleber keineswegs als authentisch an, da auch sie in den Urlaub fliegen. Wenn ich Aktivist sein möchte, dann muss ich mich auch so verhalten. Sie werfen anderen moralisches Fehlverhalten vor im Zuge ihres Aktivismus, halten es aber selbst nicht ein, argumentiert sie und bezieht sich auf den kontroversen Bali-Urlaub einiger Aktivisten der letzten Generation, der vor einigen Monaten für viel Kritik gesorgt hatte. Zu guter Letzt teilt die 34-jährige Tomalla auch gegen Luisa Neubauer aus, die 27 Jahre alt ist, weil diese das Ganze mit Liebe Doppelmoral als keine Moral gerechtfertigt hatte. In ihren Augen ist Doppelmoral keine Form von Moral, und sie fügt hinzu, das kann man niemandem erzählen, während sie auf die Thematik anspielt.